Hi! Ja, ich muss meine Brille hoch tun, sonst sehe ich gar nichts. Es spiegelt wahnsinnig. Ich wollte ganz kurz live gehen hier. Schau mal, ich weiß nicht, die Sonne steht gerade so. Ist das nicht schön? Ein bisschen die Abendsonne. Hi! Eigentlich mache ich am liebsten die Videos ohne Brille, aber jetzt blendet es mich gerade so. Ja, hier vom Gardasee, ich liebe diese typischen Gardaseebäume. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen, warte mal, ich stelle das mal gerade um. Hallo Diana! Ich bin da so ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber die stehen hier überall. Ich wusste mal, wie sie heißen. Vielleicht weiß es einer von euch. Ja, die probieren jetzt hier gerade noch irgendwo ein bisschen Wassersport zu machen, aber es hat nicht wahnsinnig viel Wind. Und ich wollte euch mal erzählen von meinem göttlichen Schubs, von meinem göttlichen Anstoß, den ich bekommen habe, obwohl ich, jetzt muss ich mal kurz hier zumachen, obwohl ich mir gar nicht bewusst war, dass ich einen bekommen habe. Und zwar diese Impulse, oder vielleicht habt ihr das auch schon oft selber gehört. Diese Impulse sind so wichtig. Impuls springen, sagen ja auch ganz viele Coaches, ja. Du musst einen Impuls haben und springen und das dann machen. Und bei mir war das so, als ich hier, ich wusste ja nicht, als ich an den Gardasee gekommen bin, war auch noch irgendwo Sardinien noch zu Diskussion, aber irgendwie das hat sich nicht so angefühlt. Ich war auch schon oft in Sardinien, aber irgendwo war da nicht so ein Ort. Da habe ich mir gedacht, ja, was will ich denn gerne machen zum Geburtstag? Und dann, ja, am liebsten würde ich gerne in Thermalbad, weil mein Körper, der ist schon noch ein bisschen, der hat noch ganz schön viele Erinnerungen an diese schmerzvolle Zeit, durch die er mit mir gegangen ist. Und ja, dann dachte ich, ja, gehe ich mal warmes Wasser und entspannen und so weiter. Dann habe ich gegoogelt und dann habe ich eigentlich so Thermalbad gegoogelt, Thermalbad, Gardasee und so. Und dann kam so ein Hotel. Und das hatte dann nachher überhaupt nichts mehr mit Thermalbad zu tun. Ich habe es auch hier gepostet. Das war dieses Hotel, das ich dann letztendlich gebucht habe, weil es mir auch total gut gefallen hat und es hatte Wellness und es hatte Spa und so. Und dann habe ich gedacht, ja, wunderbar, dann zum Geburtstag noch schön Spa, Wellness, Massage, alles toll. Und dann war das aber auch überhaupt kein Zweifel mehr. Ich wusste nicht, was wir vorher machen, ich wusste auch nicht, was wir nachher machen wollen, aber ich wusste, ich will in dieses Hotel. Das war irgendwie so, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Das war irgendwie so, ja, okay, ich will unbedingt dorthin. Ja, schönes Hotel, klar, aber ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der jetzt da irgendwie sich von so äußerlichen Bildern oder so beeindrucken lässt, sondern es war wirklich dieses Gefühl, da will ich hin. Ich will unbedingt in dieses Hotel. Und als wir dann im Hotel ankamen und ich dann sofort gesagt, ja, und wann kann ich meine erste Massage machen? Und dann habe ich die gleich gebucht gehabt am Mittag, weil es war ja eh schlechtes Wetter. Und dann war dort eine unglaubliche Masseurin. Also ich hatte dann Fußreflexzonenmassage gebucht. Und die hat dann angefangen, wirklich, ja, über die Füße und dann nachher noch die Wirbelsäule. Und die hatte eine ganz unglaublich spezielle Technik. Also das ging super, super tief. Ich habe heute Morgen dann nochmal eine gemacht. Morgen werde ich noch eine machen, weil das ist so unglaublich, was die macht. Also die kitzelt so richtig diese Blockaden aus dem Körper raus, die da halt gespeichert sind noch und auf eine Art und Weise, und zwar an den Füßen. Und ich habe schon so viele Fußreflexzonenmassagen gehabt, aber die macht das total anders. Und das war auch so spannend. Ich habe gesagt, ja, ob ich Fußreflexzonenmassage kenne und so. Und dann habe ich gesagt, ja, kenne ich, aber jeder macht es ja anders. Und dann hat die angefangen und es war also
so unglaublich und es war genau das, was ich brauchte. Es war wirklich genau etwas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass es überhaupt das gibt, ja. Und das ist eben genau das. Du weißt nie wie. Du weißt nicht wie und du musst auch nicht wissen wie, sondern du musst einfach diese Frage stellen. Du musst einfach diese klare Intention haben und musst sagen, was kann ich noch machen, damit mein Körper noch besser wird, damit mein Körper noch geschmeidiger wird, weil ich habe es ja gemerkt, dass da noch Blockaden drin sind. Und was kann mir helfen? Ja? Was kann mir jetzt noch helfen? Weil ich weiß ja nicht, was es alles gibt. Ich weiß nicht, wer mir helfen kann, was mir helfen kann. Jedes Mal, wenn ich mir vorstelle, wer oder was und wo, alle diese Wie-Fragen, das sein muss, dann werde ich nicht wirklich auf den grünen Zweig kommen. Und das Universum, das Göttliche, das führt uns, das führt dich. Und das sind diese Anstupser, das sind diese Nudges. Das ist dieses... Ich habe zwar keine Ahnung, warum, eigentlich macht es für meinen logischen, analytischen Verstand keinen Sinn. Klar ist es ein schönes Hotel, aber dass ich jetzt da so unbedingt dahin muss, es gibt ja so viele andere schöne Hotels und ich konnte dir noch hinterfragen können und hier vielleicht noch und da vielleicht, aber dieses Gefühl war einfach so stark, dass ich einfach gesagt, ja, da will ich hin. Und ich dachte halt, ja, ich wusste wirklich nicht warum. Also das Ganze, was ich jetzt im Nachhinein erklären kann, das war natürlich da, als ich gedacht habe, ich buche das, war das mir nicht bekannt. Aber das ist genau das, auf was es ankommt, wirklich auf diese Intention zu hören, auf dieses starke Gefühl, ja, ich will das. Und sich nicht von irgendwelchen Kosten oder sonstigen Einschränkungen abhalten zu lassen, wenn dieses wahnsinnig starke Gefühl da ist. Das ist so was Wichtiges, diese in Kontakt zu kommen mit dieser starken Intuition, mit diesem wahnsinnig starken Gefühl und dann, auch wenn es sinnlos ist, einfach diese Handlung zu machen und zu sagen, ja, ich will das jetzt, auch wenn es jeder Logik widerspricht. Einfach, ich will das jetzt, das zu machen, das ist so, so wichtig, das zu lernen und anzufangen, dieses Vertrauen zu bekommen in dieses Gefühl, weil das ist ja das Göttliche, das ist das Allwissende, das mit dir kommuniziert, der sagt, mach das mehr wie, mach das schreien, kann es nicht, ja. Und dann kommt dein analytischer Verstand wieder und sagt, nö, und so und das und vielleicht lieber das. Vielleicht möchtest du lieber das. Und der versucht dir das zu auszureden, weil er es nicht verstehen kann, weil er nicht dahinter blickt. Und wenn wir mit dem analytischen Verstand nicht hinter diese Dinge blicken können, dann heißt es aber nicht, dass das der Weg ist, der sich gerade auftut. Und wir können mit dem analytischen Verstand diese Wege nicht finden. Das ist aussichtslos. Der göttliche Verstand, das göttliche allwissende Wesen oder die göttliche allwissende Energie, die weiß es aber. Wenn du eine klare Intention rausgesetzt hast, was du gerne möchtest, dann weiß diese Energie, dieses Allwissende, dieses Überallwissende, dieses Immerseiende, dieses nicht dein Körper und schon gleich gar nicht dein Gehirn Seiende, weiß, was gut für dich ist. Und diese Intelligenz, diese göttliche Intelligenz, die hat kein Geldproblem. Die weiß das gar nicht, dass du irgendwo... Ah, jetzt sehe ich dich, Ariane, hallo. Diese Intelligenz, die weiß es gar nicht, dass du irgendwie vielleicht dir das nicht ermöglichen kannst, weil die lebt in Fülle, die göttliche Intelligenz. Die hat kein Geldproblem. Und um mit dieser göttlichen Intelligenz wirklich sich tragen zu lassen, sich führen zu lassen, sich zu kommunizieren, dann musst du in diese Welt dieser Göttlichkeit, dieser göttlichen Intelligenz eintreten. Und solange du halt in dieser Welt des Mangels lebst,
wirst du diesen Zugang zu der Welt der Fülle nicht kriegen. Und hier geht es nicht um Protzen, hier geht es nicht um Luxus, hier geht es nicht um irgendwas vorzumachen oder irgendwas zu zeigen, wie toll man ist und wie reich man ist, sondern hier geht es einzig und allein in diese Welt, in diese Schwingung dieser göttlichen Wahrheit einzutreten. Und da der Mangel, der trennt uns davon, dieses Mangeldenken trennt uns einfach davon, aus der Welt der Fülle zu schöpfen. Und das Göttliche führt uns halt in der Welt der Fülle. Und dahin zu kommen, das bedarf halt einfach ganz, ganz heftiger Umprogrammierung des Verstandes in dieses Fülle-Denken, aus diesem verlogenen Mangeldenken heraus. Weil sonst wirst du diese Führung nie annehmen können, die für dich wirklich da ist und die dich überall hinführt. Es ist ja nicht, dass du irgendwo Spezielles hingeführt werden willst, sondern du willst ja in ein leichtes, schönes, frohes, gesundes, sorgenfreies Leben geführt werden. Ob es jetzt hier oder dort ist, ob es mit X oder mit Y, ehrlich gesagt, ist es ja wurscht. Hauptsache, du fühlst dich wohl, du fühlst dich angekommen bei dir in deiner Mitte, in dem, was du wirklich bist. Und das ist nun mal ein Füllewesen. Und wenn du diese göttliche Führung haben möchtest, dann geht es nur, wenn du halt dich als dieses Füllewesen anerkennst und nicht immer wieder dem Göttlichen erzählst, dieser unendlichen wahren Intelligenz erzählst, was nicht möglich ist. Ich meine, wie kannst du jemanden, einer Energie, einer Wesenheit, nenn es wie du willst, einem Raum oder irgendwo einem alles erklären, dass es nicht geht? Das ist total lächerlich. Das ist genauso, wie wenn dir dein Kleinkind, das noch nicht laufen kann, erklären will, warum es nie laufen lernen wird. Verstehst du? Das geht einfach nicht. Da bist du fehl am Platz, da bist du nicht anerkannt, da bist du nicht auf Augenhöhe mit deinem wahren Sein, mit deinem Göttlichen, wenn du die ganze Zeit dem versuchst, die Einschränkungen, die dein kleines Erbsenverständchen versucht, dir einzureden. Und da sagt das Göttliche, was willst du eigentlich? Hier ist alles da für dich. Alles ist möglich, alles kannst du haben. Ich zeig dir, wo es ist. Und du erzählst mir die ganze Zeit, dass du kein Geld hast dafür? Was willst du dann von mir, oder? Wie wenn dein kleines Kind dir einfach sagt, nö, ich kann nicht laufen lernen. Und du sagst, hallo, ich bin hier. Ich zeig dir, wie das geht, wie du laufen lernst, Stück für Stück. Und erst stehen, dann laufen, kein Thema. Alles klar, alles ganz normal. Oder und dein Kind würde immer, dieses Kleinkind würde immer sagen, nö, kann ich laufen lernen, kann ich laufen lernen, auf gar keinen Fall, kann es nicht sehen. Und du siehst ganz klar, wie das schon läuft und rumspringt und sich freut. Und du siehst schon, wie dein Kind Sport macht und du siehst schon, wie dein Kind spielt und rumrennt und bist schon gewappnet und denkst dir, oh mein Gott, wie kann ich nur allen tiefen Schränke schließen, weil mein Kind wird ja gleich laufen. Ja, verstehst du, das ist, ich kann es leider, hallo Ariane, also... Das ist eben diese Perspektive, dieses Verständnis, das es braucht, um diesen Verstand, diesen einschränkenden Verstand, der dir sagt, du kannst nicht heilen, du hast nicht genug Geld und das ist nicht da und das ist nicht da, dem einfach wirklich kein Gehör mehr zu geben und nur noch zu wissen, wie ist es, mein wahres Wesen, das in göttlicher Unterstütztheit und Fülle lebt. Wie fühlt sich das denn an? Aha, ah ja, das will jetzt dahin. Ja, scheiße, das ist aber ein teures Hotel. Puh, ja, hätte ich auch sagen können. Klar, kann man immer sagen, aber das kann ich jetzt nicht. Oder keine Zeit ist auch immer so geil. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ja, das sind all diese Einschränkungen. Alles, das keine oder ich kann nicht oder es geht nicht, das ist in der Welt der göttlichen Wahrheit. Das kennt es nicht. Und jetzt verstehst du auch, wo man immer so sagt, du darfst kein Nein sagen oder ich kein oder keine Verneinung sagen, wenn du dir etwas wünschst. Weil es effektiv in einer Endlosigkeit der
maximalen, unendlichen Möglichkeiten. Kein geht nicht, kann nicht sein, nicht möglich gibt's. Das gibt's halt nicht in der Wahrheit, in der göttlichen Wahrheit. Und sich daran zu trauen, das braucht halt ein bisschen Mut, weil in unserer menschlichen Wahrheit, in unserer materiellen Wahrheit, ist halt alles so absolut. Aber dieses Absolute, was wir da sehen, als absolut betrachten, das ist überhaupt nicht absolut. Denn absolut ist tatsächlich nur die Unendlichkeit aller Möglichkeiten und die Unendlichkeit allen Seins und die Unendlichkeit deiner Seele, deines spirituellen Körpers, der nichts mit deinem materiellen Körper zu tun hat. Das ist halt die Wahrheit und da dürfen wir uns mehr und mehr rantasten, mehr und mehr das kennenzulernen. Und da geht es auch nicht darum, um zu sagen, hallo Daniela, darum, um zu sagen, ja, ich kann das noch nicht oder ich bin noch nicht gut genug oder bla bla bla, sondern es ist einfach ein Pfad mit ganz vielen Blumen an der Seite, mit ganz vielen Erfahrungen, wo es auch gar nicht heißt, ja, du bist schon weiter als ich oder was auch immer oder da muss ich auch erst hinkommen, sondern es ist ein Pfad der Erkenntnisse. Und es sind ganz viele unterschiedliche Erkenntnisse, aber das ist völlig uninteressant, wann wer welche Erkenntnisse hat, sondern es ist einfach nur wichtig, dass wir diese Erkenntnisse haben und es bringt uns mehr und mehr in unsere Fülle und unsere Wahrheit. Und wie viele Erkenntnisse ich habe oder wie viele Erkenntnisse du hast oder wie gut oder schlecht die sind, wer will das schon sagen? Es ist einfach nur wichtig, dass wir auf der Reise sind und dass wir immer mehr und mehr diesen Urzustand unseres unendlichen Seins mit unseren unendlichen Möglichkeiten kennenlernen. Und das finde ich so schön und dazu ist es echt wichtig, abzuhauen, wegzufahren, die Tapeten zu wechseln, auch wenn es irgendwie scheinbar nicht geht. Es geht A, geht es immer und zweitens, wenn du dich immer wieder in deiner eigenen Suppe warm kochst und wieder abkühlst, dann kommst du schwerlich weiter. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wirklich packt eure Koffer, macht irgendwas, geht irgendwo hin und lasst euch einfach nur inspirieren und treiben. Das sind so viele Erkenntnisse, die erkannt werden wollen, wo es einen manchmal rausrütteln muss. Also ich meine, es war mir auch ungemütlich. Ja? Mein Sohn wollte viel lieber zu Hause bleiben und dort Kitesurfen und dort Biken und sich einfach nur daheim einkuscheln. Ja? Den musste ich auch noch mit dort rausreißen, weil es ist ja alles schön, es ist ja alles gemütlich, es ist ja alles vor der Haustür. Unser Nachbar, von dem habe ich mir den Fahrradständer für den Bus geliehen, der hat gesagt, was, du gehst zum Kitesurfen und zum Biken am Gardasee, das ist ja alles vor der Haustür. Aber genau um das geht es, dass du dich aus deinem gewohnten Umfeld, aus deinem gewohnten Trott rausreißt und unbedingt neue Sachen machen musst. Und am Anfang ist es so mühsam. Ich schwöre es euch, die ersten zwei Tage war auch super mühsam für uns. Mein Sohn die ganze Zeit, nee, zu Hause, mir ist schöner, leichter und es ist so heiß hier und schwitze und was weiß ich nicht was. Und jetzt haben wir uns langsam eingegroovt. Und jetzt sind wieder neue Perspektiven da. Und wirklich, macht euch das möglich. Macht euch das möglich, die Veränderung. Macht euch das Neue möglich, macht euch das neue Denken möglich, macht euch das neue Sein und das neue Handeln möglich. Das ist der Schlüssel. Wir müssen uns immer wieder überlisten, dass wir aus dieser alten Suppe aussteigen, wo es doch so gemütlich und so bekannt ist. Weil ich sag's immer wieder gerne, wenn es im Bekannten wäre, was wir denn noch so gerne erleben und haben würden, dann wäre es ja schon da. Es muss im Unbekannten sein. Das, was uns noch reißt, das, was uns noch zieht, das, was uns vorwärts treibt. Wenn es im Bekannten wäre, dann wäre es ja da und dann würde es uns ja auch nicht reißen. Also im Bekannten irgendwas Unbekanntes zu suchen, ist ziemlich aussichtslos.
Also ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch inspiriert und ihr gebt euch jetzt noch den letzten Arschtritt, wenn ihr irgendwie denkt, ich sollte Ferien machen, kann aber nicht, weil. Mach's dir möglich. Und macht dir auch gleich noch die nächste Runde von Divine Money möglich, weil das muss ich ein anderes Video noch dazu machen, morgen wahrscheinlich, weil was da abgeht, wenn diese ganzen rostigen Verfilzungen und Verkalkungen mit einer Massenenergie gesprengt werden, da bleibt kein Auge trocken und kein Eichhörnchen nähert sich mehr langsam. Du kannst dir nicht vorstellen, wie dieser Spruch, langsam nähert sich das Eichhörnchen, genügend der Teilnehmerinnen eingeschränkt hat, zu glauben, dass es schnell gehen darf, dass Veränderung schnell gehen darf, dass die anderen Dinge, die jetzt noch nicht da sind, schnell kommen können, weil das Eichhörnchen nähert sich ja langsam. Und solche Geschichten, das mag ein Spruch sein, aber das ist zum Teil sehr lähmend, wenn das läuft. Diese Überzeugung, wenn du diesen Spruch kennst, ein Eichhörnchen oder das Eichhörnchen nähert sich langsam, sei auf der Hut. Dieser Spruch, dieser Spruch, der nährt, der lähmt unsere Gesellschaft. Also, das Eichhörnchen nährt sich übrigens auch überhaupt nicht langsam, wollte ich dazu nur sagen. Das Eichhörnchen, das ich oder die Eichhörnchen, die ich zu Hause auf meiner Terrasse habe, die nähern sich brutal schnell. Ich weiß überhaupt nicht, wo dieses Vorurteil herkommt. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Bei uns geht es jetzt auch zum Abendessen und dann früh in die Haia. Also, ihr Lieben, tschüss, tschüss.